Was tun die beiden hier? Wir sehen hier zwei Meister des Karate mit Vermutung wahrscheinlich Kyokushin Kai und die machen eine traditionelle Form der Abhärtung. Der Meister hinten hilft dem Meister vorne, der vordere nimmt bestimmte Haltungen ein, bestimmte Positionen ein. Du siehst, die Muskeln sind stark angespannt und er macht bestimmte Atemübungen auch dabei, bestimmte Kontrollen des Atmens und des eigenen Geistes. Es härtet also und stärkt den Körper und Geist auf zwei Ebenen. Zum einen stärkt es den Körper, die Haut, die Muskeln auch gegen Schläge, um sie besser einstecken zu können. Und insbesondere trainiert es auch den Geist. Nicht nur um neutraler bleiben zu können, bei so starken Schmerzen konzentriert bleiben zu können, so harten Schlägen ist eine außergewöhnliche Leistung, sondern es wird dir dann auch helfen, besser konzentriert zu bleiben, auch unter ganz anderem Stress und anderen Bedingungen. Größter Respekt an die beiden Meister hier.